Mit der Umarmung durch Bischof Stefan Oster und dem Friedensgruß sind diese vier jungen Männer neue Priester im Bistum Passau. Hubertus Kerscher, Michael Osterholzer, Simon Steinbauer und Florian Haider sind heute im Stephansdom geweiht worden. Für die vier ist es ein Zielpunkt, aber auch ein Beginn in einen neuen Lebensabschnitt. Ich muss sagen, ich bin jetzt ganz gelöst und ganz ruhig innerlich. Ich war, muss ich sagen, auch gar nicht so sonderlich übernervös. Was mich wundert, es waren wahrscheinlich auch die erholsamen Exerzitien. Jetzt bin ich eigentlich voller Vorfreude. Also man hat sich ja doch lange vorbereitet und jetzt darf es in der Kaplanszeit endlich losgehen. Und dann den Augenblick, wenn man weiß, jetzt ist man geweiht, da hat man im Endeffekt das Dauergrinsen, das wird jetzt die nächsten zwei Wochen nicht mehr rausgegangen. Ja, also man kann es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen und noch gar nicht so richtig glauben, dass man jetzt endlich nach so einem langen Weg Priester ist. Der Weiheritus ist Höhepunkt der Priesterweihe. Dazu gehören Weiheversprechen der vier Kandidaten, Allerheiligenlitanei, Handauflegung durch Bischof und Priester und schließlich ausdeutende Riten. Mit dem Anlegen der Priestergewänder, der Handsalbung, dem Überreichen von Kelch und Patenen und der Umarmung ist der Ritus dann abgeschlossen. Und die vier Priester. Mit den besten Wünschen von Bischof Stefan. Also zunächst einmal, dass sie gut hineinfinden in ihren Dienst. Es ist immer auch wichtig, dass wir sie gut begleiten, dass die Mitbrüder sie gut begleiten. Aber natürlich das Wesentlichste und das Zentralste ist die eigene persönliche Gottesbeziehung, Christusbeziehung, dass sie immer mehr dort hineinwachsen, weil wenn man da tief drin steht, dann kann man auch weit hinausgehen, dann kriegt man ein offenes Herz, ein weites Herz für alle Menschen, ganz besonders natürlich auch für die, die vielleicht am Rand sind, benachteiligt sind, arm und krank sind. Und dann wünsche ich Ihnen sehr, dass Sie das Evangelium so verkünden, dass es die Menschen verstehen. Auch dazu muss man es gewissermaßen inhalieren, verinnerlichen, immer wieder damit umgehen, mit dem Wort Gottes umgehen. Das sind so die Dinge, die ganz wichtig sind. Ihren ersten Segen, den Primizsegen, geben Sie heute hier, in Zukunft dann in Ihren Pfarreien. Und wohin die neuen Priester kommen, steht auch schon fest. Florian Haider nach Pfarrkirchen, Hubertus Kerscher nach Pocking, Simon Steinbauer nach Hauzenberg und Michael Osterholzer nach Altötting. Und Ihr persönliches Highlight des heutigen Tages nehmen Sie natürlich mit. Ja gut, die Handauflegung und das Gebet, das Weihegebet des Bischofs sind ja natürlich das Wesentliche. Die Handauflegung der Priester dann, nachdem der Bischof die Hände aufgelegt hat und man dann so auf dem Weg ist zum Priestertum und wenn dann das ganze Presbyterium kommt und einem die Hände auflegt, einem willkommen heißt und alles Gute wünscht. Wie man mein Heimatpfarrer das Messgewand angelegt hat, weil ich viele Jahre Messner war und ich habe sie so oft angezogen und jetzt haben wir quasi von tausend Rollen gehabt. Jetzt hat mich er mal angezogen und das war sehr beeindruckend. Also emotional gesehen ist natürlich der Moment, wenn man auf dem Boden liegt und die Allerheiligenlitanei gesungen wird, wahnsinnig aufgeladen. Also da gehen einem schon gewisse Dinge durch den Kopf und man verdrückt sich vielleicht auch die ein oder andere Freudenträne. Und von denen wird es heute wohl reichlich geben. Das Bistum Passau wünscht den vier neuen Priestern alles Gute und Gottes Segen für die Zukunft.